Ja, ich freue mich, dass wir bei diesem herrlichen Wetter heute mal wieder ein Richtfest gemeinsam feiern können. Aber lassen Sie mich erstmal eine ganze Reihe von Gästen begrüßen. Ich freue mich, dass stellvertretend für den Aufsichtsrat und den Magistrat Herr Oberbürgermeister Bausch unter uns ist und weitere Magistratsvertreter ebenfalls den Weg zu uns gefunden haben und auch weitere Aufsichtsratsmitglieder, Frau Weil und Herr Freimuth und auch Herr Menges, da sind. Stellvertretend für die Gesellschafter der Gewobau darf ich dann nochmal Herrn Menges nennen und aber auch Herrn Hampel und Herrn Türkis von der Nassauischen Heimstätte. Die Stadtverordnetenversammlung ist vertreten durch den Vorsitzenden, Herrn Grode. Herzlich willkommen. Da sind Sie. Schön, dass Sie da sind. Ja, wir haben weitere Stadtverordnete unter uns. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen hier in Hasloch Nord. Ich freue mich besonders. Ob das jetzt hier kam, freue ich mich auch. Na gut. Ja, ich freue mich besonders, dass wir einige Vertreter der Kirchengemeinde auch hier vor Ort haben. Es ist ja hier die Bonhoeffer Gemeinde. Wir haben also Frau Hies als Pfarrerin bei uns. Herzlich willkommen. Wir haben Herrn Blüm vom Gemeindevorstand und Herrn Pfarrer Jung. Ihnen allen auch herzlich willkommen. Stellvertretend für die Planer freue ich mich, dass der Architekt Herr Wolf unter uns ist. Er wird ja nachher auch noch ein Grußwort sprechen. Und die Bauleiterin Frau Demirock vom Büro Majek Alpha Architekten. Wir haben weitere Vertreter eingeladen der Stadtverwaltung, weiterer Institutionen. Ich freue mich, dass wir eine ganze Reihe von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gewobau unter uns haben und auch die Presse uns hoffentlich positiv bei diesem Termin begleitet. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Nachbarn, die auch unter uns sind, herzlich willkommen hier in Hasloch Nord. Ich freue mich, dass wir an dieser Stelle heute für den Neubau des Mehrgenerationenwohnens an der Bonhoeffer Gemeinde in der Moritz-von-Schwind-Straße 11 gemeinsam dieses Richtfest feiern können. Ein Richtfest, gerade auch in aktuellen Zeiten, ist immer ein besonderes Erlebnis und Ereignis am Bau. Es steht symbolisch für den Abschluss der äußeren Hülle im Rohbau und lässt den baulichen Umfang, die Kubatur und die Lage der Wohngebäude im Raum schon sehr gut erkennen. Und hier sind es ja zwei Gebäude, die das Haus der Kirche umschließen. Und damit ist auch das Bild der Nachbarschaft und der Gemeinschaft vor Ort schon gut skizziert. In diesem Neubauvorhaben ging eine ausführliche Bewerbung und Planung voraus. Bewerbung deshalb, da es sich hier um Grundstücke der evangelischen Kirche handelte, eben der Bonhoeffer Gemeinde, deren Bebauung das Dekanat 2018 ausgeschrieben hatte. Beide Grundstücke wurden mit besonderer Zweckbindung ausgeschrieben. Es sind zwei geteilte Grundstücke. Es ist einmal dieses Grundstück hier, wo wir quasi jetzt stehen. Es hat rund 2000 Quadratmeter. Dieses haben wir angekauft. Und es gibt ein zweites Grundstück, das ist hier nebendran, das weitere Gebäude im Norden und dieses im Südosten. Und dieses Grundstück ist ein Erbbaugrundstück. Also wir haben hier eins ins Eigentum übernommen und eines ist im Erbbaurecht übergeben worden. Und Zielsetzung für beide Partner, das heißt also die Kirche und auch die Gewobau, war es, attraktiven und gut nachbarschaftlichen Wohnraum für Familien und für Senioren hier an dieser Stelle zu schaffen. Und wir freuen uns deshalb sehr, dass wir dieses Projekt dafür auch umsetzen können. Das Haus Ost, hier zu meiner Rechten, wird gemäß dieser Zweckbestimmung mit 8 öffentlich geförderten, barrierefreien, teilweise barrierefreien Wohnungen für Seniorinnen und Senioren gebaut. Und das größere Gebäude hier im Nord, da befinden sich 16 frei finanzierte Wohnungen, unter anderem für Familien, aber auch teilweise barrierefrei. Doch dazu später nochmal mehr. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Gewobau ist hier in Hasloch Nord im Wohngebiet sehr präsent. War es doch nach dem Berliner Viertel in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts das große Baugebiet mit 55,6 Hektar, das Rüsselsheim dann mit der früher eigenständigen Gemeinde Hasloch Nord, Hasloch, verbunden hat. Die Gewobau erstellte hier in knapp 10 Jahren 1.168 Wohnungen und prägte mit ihren Mehrfamilienhäusern nicht nur das äußere Erscheinungsbild vieler Straßen, sondern bietet seit fast 6 Jahrzehnten mehreren tausend Bewohnerinnen und Bewohnern ein sicheres Zuhause. Stadtbildprägend
sind aber auch unsere Gebäude. Wir haben beispielsweise im Volksmund in der Lehnbachstraße, das ist hier in diese Richtung, die beiden Bananen, die sich so zugewandt gebaut wurden. Und wir haben hinter mir die Punkthäuser in der Spitzweg- und Böcklingstraße. Das sind hier auch für den Stadtteil prägende Gebäude. Zudem errichtete die Gebobau in den 60er Jahren auch drei gewerbliche Einheiten im Einkaufszentrum, zwei Läden und eine Poststelle. Damals war das der Planungsgrundsatz, und der gilt auch bis heute und ist auch heute noch richtig, dass man nämlich in den Siedlungen notwendige Infrastruktureinrichtungen direkt vor Ort auch vorhält. Ja, und das gilt unverändert natürlich auch heute. Wir haben dann in den 2000er Jahren hier in Hasloch-Nord begonnen mit umfangreichen Modernisierungen, der Neugestaltung unserer Wohngebäude und Außenanlagen. Sodass wir heute sagen können, 90% oder auch über 90% unserer Gebäude hier in Hasloch-Nord sind modernisiert und energetisch saniert. Ja, und dann kamen in den Jahren 2010 bis 2016 noch Neubauten hinzu. Das ist der Hornacher Park, hier hinter diesem Gebäude direkt gelegen. Aber auch weitere Modernisierungen und Dachgeschossaufstockungen, beispielsweise, wie wir es hier nebenan dann sehen, in der Lukas-Granach-Straße und in der Adolf-von-Menzel-Straße um die Ecke rum. Aber auch bei der Neugestaltung des Einkaufszentrums hier vor, was waren es, 10, 12 Jahren, vielleicht auch 15 Jahren mit dem Rewe-Markt, haben wir durch Grundstücksübertragung mitgeholfen, dieses zu erleichtern und zu realisieren. Und dies alles, liebe Gäste, erläutere ich Ihnen, weil das Beweis dafür ist, dass wir seit Jahrzehnten hier im Stadtteil als Unternehmen präsent sind und den Wohnungsbau vorantreiben und auch hier an dieser Stelle uns sehr freuen, dass wir gemeinsam auf diesem kirchlichen Grundstück weiteres neues Wohnen schaffen konnten. Hier in der Moritz-von-Schwind-Straße und Hans-Thoma-Straße entstehen insgesamt 24 Ein- bis Vierzimmerwohnungen für Familien, für Singles, für Paare, aber auch für Senioren. Und der Titel des Bauprojektes Mehrgenerationenwohnen an der Bonhoeffer Gemeinde ist Programm und Bekenntnis der Gebobau zugleich. Die Gebobau, ich glaube, das kann man mit Fug und Recht behaupten, gehört zur Hasloch-Nord. Es ist einer der beliebtesten Stadtteile und Wohngebiete, auch für unsere Mietinteressentinnen und Mietinteressenten. Und das liegt natürlich nicht nur an diesem attraktiven Wohnungsangebot, was wir hier vor Ort haben. Das liegt auch an der guten Infrastruktur mit den zentralen Einkaufsmöglichkeiten. Wie erwähnt, wir haben dort einen großen Rewe-Einkaufsmarkt, wir haben Geschäfte, wir haben Gastronomie, wir haben Arzt- und Physiotherapiepraxen, aber auch die nahegelegenen Naherholungsgebiete Horlach und Ostpark und die sehr durchgrünten Grundstücke hier im Stadtteil sind Qualitäten, die wir hier vorfinden. Und nicht zuletzt bietet der öffentliche Personennahverkehr mit den beiden Buslinien der Stadtwerke Rüsselsheim ein angenehmes und gut erreichbares Nahverkehrsangebot in die Innenstadt, aber auch in die beiden benachbarten Wohngebiete. Hier in Hasloch-Nord lässt es sich einfach gut wohnen. Und mit den Künstlerinnen und Künstlern, die hier den Straßen ihre Namen gegeben haben, haben wir als kommunales Wohnungsunternehmen auch einen kulturellen Aspekt betont. Das Malerviertel Hasloch-Nord zeigt bereits erste Kunstwerke an und auf unseren Liegenschaften. Und im nächsten Monat, schon Ankündigung heute, wird übrigens das neueste Kunstwerk hier direkt nebenan in der Adolf-von-Menzel-Straße gestaltet werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Wohnen ist das Thema unserer Zeit. Energetisch wohnen, das heißt energiesparsam wohnen. Und das ist die Herausforderung für die Zukunft. Die Liste unserer Mietinteressenten ist lang und deshalb haben wir gerne das Angebot der Evangelischen Kirche angenommen, auch an dieser Stelle attraktiven und energiesparenden Wohnraum für breite Bevölkerungskreise zu bauen. Wir errichten hier 1632 Quadratmeter Wohnfläche im KfW Effizienzhaus Standard 55. Wir haben noch Fördermittel dafür bekommen. Mit Luftwasser-Wärmepumpe in Verbindung mit Fußbodenheizungen und einer Photovoltaikanlage, die den Strom für die Wärmepumpe liefern wird. Damit wir auch ganz auf Nummer sicher gehen, haben wir auch noch einen Gasbrennwertkessel für die Spitzenlast mit drin, damit dann auch Heizung und Warmwasser, wenn es wirklich mal klirrenkalt wird, im Winter gewährleistet ist. Im Gebäude Nord hier in der Moritz-von-Schwind-Straße wird außerdem ein Aufzug eingebaut. Ja, wir haben noch eine Tiefgarage,
Da stehen wir jetzt quasi fast drauf. Es sind oberirdische PKW-Abstellplätze geplant, natürlich ein Fahrradraum und wir werden sehr schön gestaltete, attraktive Außenanlagen haben und auch einen Kleinkinderspielplatz. Insgesamt investieren wir in dieses Projekt rund 7 Millionen Euro. Kommen wir mal zur Gebäudestruktur. Die Gebäudeanlage nimmt Rücksicht auf den neu gestalteten Kirchenbau. Das war von Anfang an Ziel der Planung. Und Herr Wolf vom Architekturbüro Wolf Sedert wird in seinem Grußwort darauf noch näher eingehen. Das war gemeinsam der Wunsch der Geobau und der Kirche, dass wir hier ein neues Ensemble gestalten. Die Bedeutung der Kirche und der Standort sollte hervorgehoben werden. Das stand bei der Planung aus städtebaulicher Sicht im Vordergrund. Und daher wird diese neue Bebauung dem Kirchengebäude auch einen Rahmen geben, ohne diesen zu verdecken. Und auch der Kirchturm wird sich frei und weithin sichtbar darstellen. An der Moritz-von-Schwind-Straße haben wir ein dreigeschossiges Gebäude, das ist hinter Ihnen. Und hier in der Hans-Thoma-Straße ist das Wohngebäude zweigeschossig. Mit dieser Höhenstaffelung haben wir auch die Wirkung der Kirche gewürdigt und sind vom Straßenraum her nicht höher als die Kirche selbst. Die Kirche wiederum bezieht unsere Wohnanlage mit einer offenen Wegebeziehung zwischen dem Kirchengrundstück und unseren Wohngebäuden mit ein. Und dazu wird es auch ein Aufenthaltsangebot hier im Inneren und auch auf dem Kirchhof geben. Und auch dies, meine Damen und Herren, möchte ich als Symbol für ein gutes Miteinander hier vor Ort werten. Denn gute und angenehme Nachbarschaft macht einen wichtigen Teil des Wohlbefindens beim Wohnen aus. Dazu wollen wir als Geobau natürlich unseren Beitrag leisten. Im Herbst werden die ersten Wohnungen bezogen. Insgesamt gehen wir davon aus, dass hier 45 neue Bewohnerinnen und Bewohner einziehen. Wie gesagt, es werden unterschiedliche Personenkreise sein, Singles, Familien, Senioren, junge Menschen. Die werden alle hier vor Ort am Leben teilnehmen. Der Wohnungsmix, so nennen wir die Vielfalt der Wohnungstypen in einem Wohngebäude, sieht 8 1/2-Zimmerwohnungen im geförderten Bereich, weitere 5 2-Zimmerwohnungen, 7 3-Zimmerwohnungen und 4 4-Zimmerwohnungen vor, sodass wir also wirklich auch für alle Bevölkerung